Ein herzliches Willkommen in Italien? Was? Wieso? Wieso denn in Italien? Wieso bin ich hier in Italien? Was? Und wieso bin ich in einem Auto und wieso kann ich hier nicht aussteigen? Die Hupe funktioniert auf jeden Fall. Na egal. Ruhestörung! So, ja. Und damit ein herzliches Willkommen zu BeamG Drive. Das sollte eigentlich das Startprojekt werden von meinem Kanal. Ist es dann doch nicht geworden, aber jetzt spielen wir es anstatt von SCP, Contempt Beach. Das haben wir, ist ja leider letzte Woche Samstag zu Ende gegangen. Egal. Bitte schreibt mir auch noch unter jedes Video, was ihr so, also unter das Samstag-Video, bitte mal Vorschläge für die Maschine, wer sich das Video komplett angeguckt hat. Denn da mache ich ein bisschen was und so, ein bisschen, wenn die Maschine halt kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Eine kurze Vorsache zum Stream. Der Stream wird kommen. Aber nur. Der Stream wird kommen. Und zwar diese Woche Samstag. Und ich sehe gerade meine Bildschirme, nicht wie ich das auf. Was ist aufnehmen so? Denn jetzt habt ihr für eine kurze Zeit lang, und zwar für 1:40, einen schwarzen Bild. Brand und das dürfte sich aber danach gleich ändern. Also, ja. Auf jeden Fall, der Stream kommt am Samstag von 6 auf 8. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie er so wird. Mein allererster Stream. Wird hoffentlich ganz lustig. Ja. Also, was macht man im BeamG Drive so? Man fährt Auto. Achso, außerdem, ich fahre mit dem Controller, weil mit der Tastatur kann ich nicht fahren. Und gerade mit dem Mikro hier vor ist das doch ganz angenehm. Man kann Blinker setzen. Man kann nach den Verkehrsregeln fahren. Man kann nach guten 30 FPS haben im Programm. Und die Hauptsache natürlich an diesem Spiel, das Auto kaputt machen. Es ist ja ganz bedrückt. Ja, das ist eigentlich so das Witzigste. Und ich habe im Vorne raus schon ein bisschen länger ein paar Mods runtergeladen. Das ist unsere Fahrzeugauswahl. Und es gibt da so einige Mods, auf die ich jetzt nicht zeigen will, die jetzt nicht so unbedingt schön sind. Und zwar die die Pigeon Dragster Variante. Ja, also der Pigeon ist so ein kleines, dreirädiges Auto und das ist einfach die Dragster Variante. Die, wie man sehen kann, sehr gerne umkippt. Und sobald man das Ding rausholt, läuft das. Guckt man einmal nicht auf die Straße wegen den FPS und dann läuft schon das Programm mit. Und noch mit 26 FPS. Ah! Ah! Ja, also der Wagen ist sehr leicht zu zerstören. Warte mal kurz dazu, muss ich hier ein bisschen rauszoomen? Zoomen, 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 zoomen. Ich glaube, das war unser Tank. Das ist unser Tank dort hinten. So, und wisst ihr, was das Witzige daran ist? Wir können das hier machen. Magic! Oh, die Mülltonne brennt. So, und weil das natürlich nicht alles ist, kabumm! So läuft das Spiel auf einmal. Hinges, also die Türen, alles weg damit, braucht man nicht. Break! Komplett kaputt, sehr schön. Was kann man denn noch machen? Nichts mehr. Okay, dann löschen wir uns mal. Und es brennt immer noch was. Nee. Doch, jetzt raucht was. Smoke. Smoke wieder, Fideia. Und jetzt, wenn wir richtig ausrasten wollen, dann machen wir das so hier. So. Wenn man mal
mal richtig ausrasten will, dann fährt man hinten so um und lässt mal alles abbrennen, ja. Bevor ihr uns gleich noch alles um die Ohren fliegt. Um erstmal noch einen anderen Wagen heraus. Welchen nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme mal meine zweitliebste Mod. Den SUV Monster Truck, aka der Unsteuerbare. Weil der Wendekreis. Das Ding geht so schnell kaputt. Ja, sachte. Außerdem kann man hier durch Schilder durchfahren, aber so ein kleiner Stuhl da sagt mir gleich. Und los geht's! Yeah, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Vorsicht, da unten, Vorsicht. Wir hängen im Baum fest. Ja, also das Spiel ist noch in der Early Access und da hängt man gerne mal in sowas fest. Man kann sich aber zum Glück respawnen. So, jetzt ganz langsam anfahren. Ganz langsam den Motor anfahren lassen und dann gleich komplett eskalieren. Oh Gott! Vorsicht! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Okay. Wir haben jetzt mal ein bisschen so in die unschönen Mods reingeguckt. Wenn ich wüsste, wie man Cinema Mode machen könnte, würde ich jetzt so mal einen Gravel Bastard hier rausholen. Und zwar den. Geil. Oh, die Glocken. Es gibt Mittagessen. Ja. Das ist der. Der unglaubliche. Wunderschöne. Ultra erleuchtende. Gravel Bus. Ja. Außerdem, hier gibt es keine echten Markennamen. Hier gibt es nur, die sie so nachgemacht haben. Und weil ich euch mal zeigen möchte, wie schön die Engine in diesem Spiel ist, habe ich das falsche Menü aufgemacht. Passt mal auf. Jetzt guckt euch das an. Jetzt guckt euch diese Schönheit an. Ist das... Seht mal, wie wunderschön das ist. Okay, ich resette mich mal ganz kurz. Ach so, außerdem, wir können nicht die ganze Zeit nur so fahren. Wir können auch noch das machen. Also jetzt sind wir... Gut, das können wir ja alles sehen. Dude, wie geht's denn so? Dann gibt's da noch den Cinematic. Ja, die Ausgangsposition. Die sieht auch wirklich wunderschön aus, wenn man eine Verfolgungsjagd machen möchte. Und da fährt er! Und da fährt er! Und da fährt er! Und da verschwindet er! Tschüss! Ja, so ungefähr. Und dann gibt's da natürlich noch die wunderschöne Ansicht. Die ich jetzt weggedrückt habe im Innenraum. Wenn ich das jetzt so gelassen hätte, dann würde ich jetzt die ganze Zeit so im Ultratempo so zip machen und auch noch auf die andere Seite. Aber so kann man sich ein bisschen hier umsehen, zwar nur in einem bestimmten Radius. Aber wir sind ja auch keine Eule, wir sind ja schließlich Menschen, ja? Und guckt euch mal das an. Blup. Achso, übrigens. Guckt euch das mal an. Die Kupplung und die Gaspedale da unten werden sogar da unten angezeigt. Ist das nicht wunderschön? Und wir können jederzeit hier wo ist die Blinkeranzeige? Nee, keine Blinkeranzeige? Keine Blinkeranzeige. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich das Wunderschöne, wenn man hier bei Nacht mit normalem Licht rumfährt, das Auto erstmal gegen eine Schranke haut und dann zieht das Auto nach rechts. Außerdem, die Engine in diesem Spiel ist verdammt gut. Also, sobald man Schaden hat, ist das sehr realistisch nachgemacht. Ja. Also, sobald der einen Schaden hat, ja, zum Beispiel wie jetzt, dann wird das sehr realistisch nachgestellt, weil jetzt zieht uns der Wagen nach rechts, weil wir die rechte Seite kaputt haben. Wenn wir das so machen, geht unser Kühler kaputt. Und der Wagen fährt überhaupt nicht mehr. Also kann man hier nicht sagen, man kann es ausgleichen. Entweder rechts oder links lastig. Wenn man einen Crash gebaut hat. Und dann gibt es da natürlich noch ganz viele andere Maps und sowas. Und falls ihr möchtet, können wir gerne mal in der nächsten Folge auf ein Extrem... Das war
überhaupt nicht hin, auf eine sehr schöne Map gehen. Und zwar, dort machen wir die aus, das recht kaputt. Und zwar heißt das die Cardjump Arena. Und lasst euch überraschen, man kann es am Namen schon erkennen, was das für eine Map wird. Ich werde es hier noch nicht verraten, da wartet noch eine Woche ab. Bis nächste Woche. Ach ja, ja, ja. Ich habe übrigens Italien noch nicht ganz erkundet, bevor eine neue Map, weil ich hatte das vorher nicht über Steam und da hat das rumgelaggt, da war das nicht mehr so schön zum Aufnehmen und jetzt habe ich das auf Steam bekommen und ja, wir sind einmal im Kreis gefahren. Super. Ja. So, jetzt schon 10 Minuten Einführung. Jetzt kann ich euch gerne mal meinen Lieblingswagen zeigen. Und zwar bin ich persönlich ein sehr großer Fan von amerikanischen Wagen, auch wenn die super fett sind, und Polizeiwagen und alte Autos. Und wenn das drei zusammenkommt, ergibt sich ein sehr schöner Wagen. Das hier zwar noch nicht, aber das sind sehr schöne Polizeiwagen, mit denen man sehr gute Rennen machen kann. Polizei! Und gerufen, Jungs! Auf! Auf geht's! Geisel! Wir haben gemeldet bekommen, eine Geisel. Wir haben eine Geiselmeldung bekommen, also eine Geisel wird festgehalten. An alle Einheiten, sofort dorthin. Einheit 632, wie geht's bei Ihnen? Also, ich steck fest, oh, sorry. Wie kann man hier fahren? Italien. Kann der... Oh, ja, komm, der macht einen Donut, Egal. Okay. Ein Apfelpolizisten in der Gegend. Geiselmeldung wurde bemeldet. Blöde Kameraeinstellung. Cebinha. Nein. Was ist passiert? Auf dem Boden. Das war wunderschön. Komm, stell dich wieder hin. Okay. Ich kann aber auch noch anderen Stuff machen. Ruhe. Danke. Guck mal, wir sind sogar direkt vor der Polizei hier gelandet. Karma. Ey, Leute, könnt ihr uns so helfen? Kein Problem. Ich mache einfach mit dem Maus mal kurz stärker. Ich stelle die Steuerung. Und dann machen wir es gerne so. So, meine Lieblingsbeschäftigung im BMG Drive. Falls ihr mal fragt, nein, ich habe keine Hoffnung. Jetzt flieg und sieg! Pikachu. Holy! Was? Das ist das Fahrgestell! Wo ist der Rest vom Auto hin? Ach du heilige Mutter Gottes. Ja, wir können das auch gerne machen. So, unser Auto, ja, vom Testsieger geprüft. Kann ich jetzt... Nein, nicht den Reifen zerplatzen. Nein, böses Auto. Ah, Mist, das ist unsere Driveshaft, also unsere Kurbel, Ankurbelzwecke, Welle. Unser neues Auto, meine Herren. Das ist was? Ist was? Das sieht doch ganz gut aus, oder? Spaß. Ja, das mache ich gerne. Und wie schon gesagt, wenn man alles drei zusammen, was ich, alle meine drei Hobbys bzw. Vorlieben zusammen macht, bekommt man dieses Auto. Wenn ich wüsste, wie ich Cinematic Mode machen könnte, dann würde ich jetzt euch dü und dann sowas, ne? Aber dann bekommt man so eine geile Karre hier raus. Ladies! Wollt ihr mitfahren? Nein. Also, den schönen Wagen bekommt man raus. Und das ist noch die schöne Polizeisirene. Jetzt noch zwei. Schwarz-Weiß-Filter drauf, schwarze Balken, in Amerika rumfahren und dann hat man eine gute Verfolgungsszene. Bui. Ich glaube, das war's mit unserer Stoßstange vorne. An alle Einheiten. Ein Flüchtiger auf den Roadway. Wiederhole mich nicht noch einmal. Ein Flüchtiger auf den Roadway. Verstanden, Officer? Ich bin beim Wackelway. Wiggle, wiggle, wiggle. Hört euch das mal an. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du.
reinste Motortechnik. Sehen Sie das? Reinste Motortechnik. Ja. Ah, nee, jetzt wollte ich doch noch was zeigen. Und zwar, wir haben ja nicht nur Amerikaner hier. Wir haben ja auch noch die gute alte deutsche Polizei hier, ne? Die gute alte Polizei. Die gute alte Polizei hier, ne? Ich würde mal sagen, gute alte Polizei. Okay, halten Sie jetzt mal bitte den Vorzug ein. Das war kein Witz. Der BMW, der hat übrigens auch gerne mal seine Mittelstange ganz schnell kaputt. Oder mach gerne mal einen amerikanischen Actionfilm. Guckt euch das mal an, wie das zusammengeknautscht ist davon. Halt, Polizei! Polizei, halten Sie an, Drogendealer! Wir wissen das! Wir können das nicht vor uns verstecken! Reinste Motortechnik! Ja, das ist so sehr schön. Ja, also es gibt halt eben auch deutsche Fahrzeuge, also nur zwei Stück, drei oder vier Stück gibt es, glaube ich, an der Zahl. Ja, größtenteils halt amerikanische, dann glaube ich noch ein paar Italiener aus anderen Ländern. Und es gibt auch eine deutsche Map, ja, es gibt eine deutsche Map. Achso, und dann eine polnische. Ja, ich habe auch polnische Fahrzeuge. Ja, also wir können mal kurz hier reingehen, wenn man das so sieht. Da kommen wir nächste Folge zu. Das ist die deutsche Map. Ansonsten gibt es im Großteil nur amerikanische. Halt eben einmal Italien. Und dann habe ich einmal die Polish Roads. Das ist eine Mod. Ja. Und die sind auch ganz schön dort drin rumzufahren. Das ist auch sehr schön. Utah ist auch ganz schön. West Coast ist recht wunderschön. Ich weiß nicht, wieso das da ist. Grid Small Pew ist auch ganz gut, aber. Die witzigste Map mit ist eigentlich. Wo ist sie denn hier? Grid Map. Die ist am witzigsten. So. Ich melde mich jetzt mal wieder, weil das mit der Map-Plan dauert. Bis jetzt. Beziehungsweise bis jetzt. Da sind wir jetzt. Vollgeladen. Mit einem Gravel Barstow. Perfekt. Perfekter Wagen. Nein, natürlich nicht. Und zwar, wie wir alle gerne wissen. Nehme ich meine Driftcars. Ja, das mit der Polizei war ein falscher Leitspruch. Und ich nehme meine Driftkarre raus, und zwar den BMW Drifter 3000. Und mach dann. Komm schon. Guck mal, schon fast ein halber Turn. Linker! Natürlich nicht! Perfekte Turns, oder? Achso, ja, ich habe außerdem einen anderen Blinker auf der Parkbremstaste, also sozusagen auf der Drift-Taste. Ja, und der macht gerade ein paar Donuts. So, die Donuts werden sehr schön. Guckt euch das an. Das sind doch perfekt gezogene Donuts. Guckt euch das an. Wie gefällt euch das? Das ist ein Ring. Ja? Der hat einen Ring gezogen. Der verschwindet, glaube ich, aber in einer Zeit. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Das Driftmonster von nebenan. Außerdem kann man hier auch wilde Verfolgungsjagd machen. Ja, gibt mir das schon mal reicht. Ah, das Ding driftet so gerne. Ui. Ja, das ist schon alle gelöst. Macht das schon wieder Donuts hier. Ja, wie auch immer. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich lasse den Wagen mal. Und jetzt hole ich mal. Nee, ich nehme mal den anderen deutschen Wagen raus. Und zwar die Highway Police. Und die geht richtig. Wenn die jetzt mal. Ja, die lädt. So, und ich kann jetzt auch zwischen den
Fahrzeugen hin und her wechseln mit, ich weiß gar nicht, welche Taste das ist. Auf jeden Fall kann man auch sehr schöne machen, Sachen machen, wie zum Beispiel flieh. Es muss er fliehen. Und ich muss ihn einholen. Warte mal, wir... Sir, können Sie bitte den Wagen anhalten? Der ist nicht gestanden, der ist nicht mehr zugelassen. Das Kennzeichen ist nicht gültig. Hallo? Ja, die KI ist noch nicht die beste, aber... Jetzt reicht's mir. Mach die Cinematic an! Ah! Der lässt mich den Wagen nicht mehr losfahren. Jetzt, der kommt zu seinem Rückwärtsgang. Wow, unsere Rear Drive Shaft, also unsere Ankurbelungsräder, ist gebrochen. Mal reinditschen. Okay. Okay. Wir machen das jetzt mal. Der fährt noch. Das geht ja gar nicht. Mein Herr? Entschuldigen Sie mal bitte. So geht man aber hier nicht mit der Polizei um. Mein Herr, bitte bleiben Sie stehen. Der Wagen ist nicht zugelassen. Der Wagen ist nicht zugelassen. Hallo. Oh Mann. Bremsweg. Oh Gott. Lass. Lass mich den mal ganz kurz zurücksetzen. So. Mein Herr, bitte aus dem Fahrzeug aussteigen. Was ist denn jetzt? Mein Herr, was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt? Fahren Sie mir einfach weg. So was geht ja gar nicht. Bleiben Sie hier bitte. Mein Herr. Ja, einmal schon. Mein Herr, bitte bleiben Sie stehen. Mein Herr. Jetzt halten Sie doch bitte den Wagen an. Es hat doch keinen Zweck. Sehen Sie doch, Sie haben doch schon mit dem Wagen einen Unfall gebaut. Ey, das hat doch keinen Zweck mehr. Jetzt halten Sie den Wagen an. So, jetzt tun wir mal so. Jetzt tun wir mal so. Als würde der tatsächlich anhalten. Er rollt rückwärts. So, ihr Auto. Ich hab's mal angehalten. Die Plastik. Man kann natürlich auch sagen, wenn wir jetzt mal in das Auto gehen. Chase me. Komm mit, ich führe dich auf meine Fläche. Das ist die Tanzfläche der Autos. Ich sag nicht, dass der... Was macht der? Ach, der Kerl ist doch besteppert. Jetzt fährt er nicht ernst. Wieso fährt er zu? Du sollst mich jagen, Polizei! Und nicht vor mir wegfahren! Ey, die wollen mich doch verkacken. Das ist manchmal echt zum Lachen, wie... lächerlich die KI. Wir stecken wir noch zusammen. Ah! Herr Polizist, Herr Officer, ich kann das erklären. Nein, komm, gehen Sie weg. Jetzt kommen. Na gut, dann fahre ich halt eben mit Ihrer Richtung. Fahr. Okay, sollte man auf ihn warten, weil die KI nimmt gerne den Weg für voll. Das meine ich. Ja, okay. Wir lassen das mal bitte so stehen. Und dann würde ich mal sagen, wir entfernen ihn hier, beziehungsweise den anderen. Remove others. Ist übrigens nur ein englischer Spiel, also bitte nicht wundern. Und jetzt gehen wir mal auf Traffic, weil das kann man nämlich auch machen, und Spawn Police. Diese Folge wird auch wieder ein bisschen länger. Holy! So. Spawn normal. Okay, ist wahrscheinlich gleich schon mitgespawnt. Was ist denn mit den Leuten hier los? Ich glaube, die Polizisten kriegen das nicht hin, ihre eigenen Autos. Officers, hallo, hier. Yeah. Ach so, außerdem, das Coole ist, egal ob man jetzt Polizeiwagen hat oder nicht.
Ja, also sobald man. Ja, komm, komm mal her bitte. Wieso blinkt der? Das war zumindest vorher immer so. Herr Officer, Officer, ich würde. Ich hab eine Frage. Ich hab eine Frage. Hallo, Officer. Machen die nichts. Ja, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Ja, das knallt doch. Ah, nee. Sie sind sehr beobachtungswert. Ah, ah, auf jeden Fall, wenn man die Menschen mal rammt, dann verfolgt die einen gerne. Ich habe meine Müll weggeräumt. Nichts zu danken. Officer. Nein. Okay. Sehr komisch. Und ja, das war's dann aber auch schon im Grunde genommen mit BMT Drive, Herr Officer. Was soll denn sowas? Sowas geht doch gar nicht, wenn sie sowas kleinen Kindern vormachen. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss sie mal anhalten. Ich glaube, es ist sie mal eine Fahrstunde wieder bei uns. Au! Office. Okay. Ja, komm. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich mal ganz kurz sagen, ich remove mal den ganzen Traffic. Würde mich dann mit einem kaputten Auto von euch verabschieden. Bitte beachtet nicht das Auto. Was ist passiert? Auto, verdau mir bitte nicht meine Angst. Ich würde mich dann aber auch mit einem Auto, das ich gerade kaputt mache, verabschieden. Und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Ja? Und wir sehen uns dann am Sonntag, beziehungsweise nein, schon am Samstag zum allerersten Stream auf meinem Kanal. Und ich hoffe, es wird ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch drauf. Und bis dahin würde ich einen wunderschönen Mülltag, Pressemülltag wünschen. Ja, bis dahin würde ich sagen. Eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Samstag zum allerersten Stream. Ich freue mich schon drauf. Ihr hoffentlich auch. Bis dann würde ich sagen. We crashed into each other's arms.